Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 282. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Grüßpapst Basti. Gude. Der Herr Marvin. Ja, hallo, guten Tag. Da ist mir einfach nichts Blödes eingefallen, Entschuldigung. Ja, ist schon okay. Und als Gast heute Mario, seines Zeichens Werder-Anhänger und irgendwas mit Fußball bei The Zone. Moin, moin. Moin, moin. Und Schwätzer. Oder? Wie war das? Menschen, die Moin, Moin sagen, sind Schwätzer im Norden, oder? Weiß ich nicht sicher, aber ich persönlich würde mich schon als Schwätzer bezeichnen. Da bist du hier bestens aufgehoben. Mal gucken. Oder wie man in meiner eigentlichen Heimat sagen würde, Schwätzer. Ah, okay. Damit ist auch die Heimat klar. Letzte Woche hatten wir ja immer schlimmer hier, ja. Mara Pogast, die hat die von Marvin freigegebene Redezeit zu 200% ausgefüllt. Grüße. Mal gucken, wie das diese Woche ist. Bevor wir über Bremen und damit unseren nächsten Gegner sprechen, lasst uns doch mal über das vergangene Spiel gegen Mainz sprechen. Ich muss sagen, ich habe echt mich schwer getan, die 90 Minuten da durchzuhalten. Also, dass das kein schönes Spiel wird, das war ja eigentlich irgendwie klar, aber huiuiui. Ja. Boy, oh boy. Also so richtig geil war es nicht. Ne? Ich habe mir jetzt auch nur eine Zusammenfassung angeschaut, übrigens bei The Zone. Und das hat auch durchaus gut funktioniert. Ich glaube, die 4,5 Minuten, was es da war, hat mir dann auch durchaus gereicht, während ich ja in London weilte und mir das Spiel nur über Handy verfolgen konnte. Was, glaube ich, auch die bessere Variante war. Muss sagen, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Eintracht schon nicht so schlecht nach vorne gespielt hat, was ich dann auch so gelesen habe. Mir hat Wolf, nicht nur, weil er das 1-0 vorbereitet hat, aber weil er auch wieder sehr präsent war, ganz gut gefallen. Das werdet ihr gleich nochmal näher ausführen können. Aber irgendwie schade, dass die Eintracht dann irgendwann halt auch das Offensivspiel eingestellt hat. Oder sehe ich das falsch? Ja, Offensivspiel eingestellt, aber halt auch aus den Chancen, die sie hatten, die ja jetzt auch nicht so unzwingend waren, dann halt auch so wenig gemacht haben. An der Stelle aber auch nochmal Hut ab vor den Damen und Herren von der Zone, aus diesem langweiligen Spiel überhaupt 4 Minuten an Highlights rausschneiden zu können. Also ich wäre wahrscheinlich nach 30 Sekunden fertig gewesen. Also, ja, die haben das Tor 1-0 dreimal gezeigt. Insofern ging's. Achso, ja gut, dann ging es. Ja, 1-0 vorbereitet durch Wolf, der Brosinski da an der Außenbahn den Ball halt mehr als gekonnt irgendwie abnimmt und den da ganz ordentlich unter Druck setzt. Ja, das war brutal. Und dann die von mir letzte Woche ja schon festgemachte Schwachstelle Stefan Bell, der den Ball quasi dann mit Hilfe des Unterkörpers ins eigene Tor lenkt. Also zweites Eigentor, was er gemacht hat gegen die Eintracht, das zeigt sich, dass sein ehemaliger Verein, bei dem er ja ich glaube, es war vielleicht sogar ein halbes Jahr überaus erfolglos gespielt hat. Wir erinnern uns an die dunkle Zeit, als er mal als Innenverteidiger Hoffnung zurück an den Main gewechselt ist. Ich glaube, es war ist auch schon ein Jugendspieler bei der Eintracht mal gewesen. Ja. Damals zurückgewechselt und überhaupt nicht überzeugt. Bei Mainz ja eigentlich eine relativ ordentliche Karriere in der letzten Zeit hingelegt. Mittlerweile auch Kapitän. Eigentlich schon ein Spieler, der eine gewisse Qualität mitbringt. Aber gegen die Eintracht hat das dann irgendwie nicht so hundertprozentig geklappt. Glück für uns, wobei man auch sagen muss, der hat das Ding halt eingelocht, aber dahinter hat Rebic gestanden, wir wissen um seine Beugungskünste, der hätte das Ding dann halt trotzdem eingelocht. Ne? Genau, oder wie der User Senshi86 auf Twitter sagte, dann schießt Bell doch endlich mal noch ein Tor für die Eintracht. Ja, immerhin, schon das zweite. Gab schon Stürmer, die weniger Tore für die Eintracht gemacht haben. Ja, das ist richtig. Aber ansonsten war das halt auch eher so, schwere Kost. Und was mich am meisten aufregt, ist dieses 1-1, was für Mainz dann irgendwie gefallen ist, weil gefühlt hatte Mainz nicht mal diese eine Torchance und macht da irgendwas draus, weil wir einfach zu blöd sind, den Ball hinten irgendwie vernünftig da aus dem 16er rauszukriegen nach dieser komischen Kerzenabwehr von Wilhelms. Also das ärgert mich nach wie vor, weil das war gefühlt eigentlich auch keine Torchance. Ja, also ich muss sagen, ich mit meiner Brust schlagen zwei Herzen bei dem Spiel, weil einerseits muss ich sagen, sehe ich es wie ihr, das Spiel war jetzt nicht so, wie soll man sagen, das war nicht so attraktiv. Andererseits muss ich sagen, ich hatte irgendwie trotzdem ein gutes Gefühl dort in Mainz. Weil wenn man mal so ein bisschen einen größeren Blick auf die Sache wirft, standen da zwei Mannschaften auf dem Platz und du hast einfach bei der Eintracht gesehen, die Eintracht hat einfach die bessere Mannschaft. Und das war in den letzten Jahren eben nicht immer so. Wir haben immer ein bisschen neidisch nach Mainz geschaut. Die haben immer kluge Transfers getätigt. Die haben immer Ablösen erzielt, wie man immer, wenn man ganz ehrlich ist, war man immer so ein bisschen neidisch auf Mainz, wie die
im Management sind, wie die mit ihren weniger Geld arbeiten, und die standen eine gewisse Zeit auch echt vor der Eintracht. Aber alleine von den Aufstellungen her war die Eintracht die viel geilere Mannschaft gehabt. Das hat mir schon so eine innere Befriedigung gegeben. Und auf dem Platz hast du es latent auch gemerkt, eigentlich war die Eintracht besser. Die Eintracht war die bessere Mannschaft in einem schlechten Spiel, und normalerweise gewinnt die Eintracht das. Dieser merkwürdige Schuss von dem Einwechselspieler, es ist der von Stuttgarter Kickers gewesen, glaube ich, oder? Serdar. Du meinst jetzt den, der es 1-1 gemacht hat? Genau. Achso, du meinst den Serdar. Mhm. Genau, genau. Das muss nicht fallen, das schon. Die Eintracht hätte, wenn die ein bisschen konsequenter geworden gewesen wäre, hätte dieses Spiel auch gewinnen können. Die Stimmung war ja danach eigentlich ganz gut. Also Kovac war ja zufrieden, hat ja also auch so den Blick auf den gesamten Oktober gewendet und war dann auch durchaus positiv gestimmt. Ich bin auch nicht so sauer, wie ich dachte, nach Hause gefahren, weil ich dachte, mein Gott, dann wir haben in Mainz schon schlimmere Sachen erlebt. Aber es war trotzdem ärgerlich. Es war ärgerlich, aber jetzt mit so ein bisschen Abstand muss ich sagen, ich bin immer noch zufrieden, weil wir das Spiel nicht verloren haben, und es gibt Eintracht-Mannschaften aus der Vergangenheit, die hätten das auch noch hergegeben. Ja, also allerdings. Die hätten das noch 2-1 verloren. Ich habe schon gewartet, bis diese Drecksmusik nochmal gespielt wird, und dann wäre ich echt bedient gewesen. Aber es ist nicht passiert, und das muss man Eintracht auch mal lassen. Die Eintracht war optisch gesehen die bessere Mannschaft, von den Namen her auch, und du hast das Gefühl, ja, wir sind Mainz einfach überlegen, und jetzt nicht nur in der kurzfristigen Sache, sondern eher langfristig. Was die Spieler da auf dem Platz stehen, wie wir aufgetreten sind, auf den Rängen auch. Grüße an alle Eintracht-Fans, die da waren. Die Stimmung war super. Und ganz spezielle Grüße an den Herrn Lossner, der sich auf meinen Aufruf gemeldet hat von der letzten Sendung und mich spontan mitgenommen hat. Was ja manchmal so ein bisschen strange ist, wenn man komplett fremde Leute irgendwie mit denen dann auswärts fährt. Ich wollte aber unbedingt hin, und der Typ war ein überragender Typ. Das wirkte so, als wären wir schon 40 Jahre befreundet. Und es war echt mit die lustigste Auswärtsfahrt, die ich in den letzten Jahren hatte. Der hat zwei super Kollegen dabei gehabt, seine kleine Tochter, die auch echt schmerzfrei war, weil der Vater auch kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn er zum Fußball fährt. Also Grüße an die komplette Gruppe, es war echt überragend. Und es wird tatsächlich nicht das letzte Bier gewesen sein, was ich mit ihm zusammen getrunken habe. Und Eintracht Podcast macht es möglich. Was ich noch anmerken will, ist, dass ich ja auch so ein bisschen Abbitte leisten muss bei Marius Wolf, den ich schon erwähnt habe, weil er hat mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen. Also er ist von seiner Einstellung her, was ich ja auch letzte Woche schon zugegeben habe, sag ich mal, kann man ihm nichts vorwerfen, und er kommt immer besser in die Mannschaft. Und wenn man sich vor Augen führt, dass der Kerl uns was 500.000 Euro Ablöse kosten wird? Ja, irgendwie sowas. Also ganz ehrlich, das musst du machen. Da kriegst du da geben Drittliga-Vereine wahrscheinlich manchmal sogar mehr Geld aus. Ja. Und er hat bewiesen, dass er nicht nur vorne spielen kann, sondern auch Rechtsverteidiger. Also, ja, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde ihn weiter beobachten. Bin ein bisschen positiv überrascht, und das kann ja nur gut sein. Also, das wollte ich jetzt auch nochmal loswerden. Grüße an den Dietrich Jan. Darf ich an der Stelle was fragen? Ja, natürlich. Na ich muss ja zugeben, dass ich jetzt die Eintracht gerade in dieser Saison wie viele Bundesliga-Sachen irgendwie nur sporadisch verfolge. Aber auch letzte Saison jetzt davor nicht groß das Gefühl hatte, dass euer Kader was könnte und für Bobic-Verhältnisse ihr euch eigentlich ganz gut verstärkt habt. Aber trotzdem ging es gerade bei allem, was ihr gesagt habt, war so dieses, ja. Es ging los mit, es war gar nicht gut, dann aber doch die bessere Mannschaft, und dann mit dem 1-1 so halb zufrieden, nicht zufrieden. Wo sind jetzt genau gerade eure Ansprüche? Also, weil wenn ich die Ergebnisse durchlese, ist es ja schon eigentlich eine passable Saison, oder trete ich euch da zu nahe? Nö, bislang ist das eine absolut akzeptable Saison. Also ich denke, wir haben mittlerweile mit der Punkteausbeute sind wir wirklich stabil dabei. Ich denke, es gab die Anfänge der Saison sahen wesentlich bitterer aus, muss man ja sagen, wo man gedacht hat, okay, wie läuft es jetzt hier? Nochmal jetzt endlich mal zu Hause gewinnen, aber ja, dass wir jetzt nach 10 Spieltagen 15 Punkte haben, ist absolut in Ordnung. Das Ding ist, eine leichte Unzufriedenheit, die man hier und da jetzt bei uns hört, hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir merken, dass Potenzial in dieser Mannschaft schlummert. Denn mit Boateng, mit Stendera, mit einem Aller, mit einem Rebic, Gacinovic, das sind alle Spieler,
die offensiv diese Qualität eigentlich haben und die Eintracht noch weiter nach vorne transportieren könnten, wenn alles optimal läuft. Deswegen die leichte Unzufriedenheit, aber gleichzeitig sind wir irgendwo auch cool mit einem 1:1 in Mainz, wo wir noch nie gewonnen haben. Das ist dann auch in Ordnung, ja. Aber trotzdem, wie das halt so manchmal ist, jetzt wird einem so ein bisschen der Strohhalm gereicht und jetzt die Hand ist auch nicht mehr so weit. Und da will ich also langsam die ganze Hand mal halt nehmen, ne? So wie das halt so ist. Das wird in 2-3 Wochen kann es wieder anders laufen, wenn die Ergebnisse nicht mehr so sein sollten. Aber wir sind halt jetzt eigentlich für mich gefühlt in einem ganz guten Lauf. Die letzten Spiele haben wir ordentlich bestritten. Defensiv funktioniert's erstaunlicherweise trotzdem ein oder anderen Ausfall auch ganz okay. Und dann denkt man halt, okay, hier würde eigentlich noch mehr gehen. Deswegen. Aber insgesamt würde ich sagen, nach 10 Spieltagen kann man nicht unzufrieden sein. Ja, würde ich auch bestätigen. Also das ist genau, was der Marvin beschreibt. Man hat immer diese latente Hoffnung, dass die positiven Ansätze, die man irgendwie bemerkt, dass die sich einfach noch mehr auswirken. Aber wir sind auch Realisten und wissen, dass Fußball auch mit Glück und Pech zu tun hat. Das haben wir gerade in dieser Saison gemerkt. Wir haben im ersten Saisonspiel echt eine überragende erste halbe Stunde gespielt und kriegen einen Konter und verlieren 1-0. Und das Gegenteil ist uns in Köln passiert, wo wir echt scheiße spielen und gewinnen dort 1-0 durch einen unberechtigten Elfmeter wahrscheinlich. Das können wir schon einschätzen, aber ich glaube, das, was Marvin sagt, ist genau der Punkt. Man hat das Gefühl, da steht eine geile Mannschaft auf dem Platz, die manchmal noch nicht ganz genau weiß, dass sie vielleicht sogar besser ist. In Mainz war so ein Paradebeispiel für das, was ich in den letzten Wochen immer sage. Das ist so ein Spiel, das war wie in Hannover. Du würdest der Mannschaft gerne zurufen, Leute, ihr seid klar besser, beerdigt die jetzt bitte. Und die Eintracht hat es in Hannover mit Glück dann gemacht und jetzt in Mainz halt nicht. Und das ist genau der Unterschied. Wir haben jetzt, glaube ich, die Spiele in Hannover und in Mainz haben sich vielleicht nicht so ganz so krass unterschieden, aber in Hannover haben wir jetzt 2-1 in der 90. Minute gemacht und in Mainz jetzt nicht. Deswegen bin ich auch nicht sauer. Ich bin nicht sauer, dass da noch so viel Stück weg ist. Und es tut ja auch gut, so einen Außenblick zu haben aus Bremen, dass man sagt, ja, vielleicht sind wir auch nicht so gut, wie wir uns das einbilden, im Sinne von, was für ein Potenzial wir haben, zu sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie Sechster oder so werden. Das wissen wir ja gar nicht. Wollte ich gerade fragen, geile Mannschaft auf der Skala von Platz 1 bis 18, wo würdest du, wenn alles optimal läuft? Ich würde schon sagen, dass die Eintracht kann zwischen Platz 6 und 12 alles erreichen. Und da gehört halt der 6. auch dazu, aber wahrscheinlich nicht mal der 12., wahrscheinlich auch der 14. Also wir haben uns gesteigert. Wir haben vor einem Jahr, haben der Marvin und ich gesagt, wir wissen es nicht, von Platz 6 bis 16 ist alles drin. Das hat die Saison ja auch gut gezeigt, weil in der Hinrunde war es Platz 6, in der Rückrunde war es Platz 16. Das hat sich dann in der Mitte eingependelt. Und diese Saison würde ich aber so weit gehen zu sagen, okay, zwischen Platz 6 und 12 ist es jetzt, hat sich's eingependelt. Ja, 12, 14, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, das Ding ist halt, die Mannschaft ist die Zusammenstellung des Teams ist sehr darauf getrimmt, nicht getrimmt ist der falsche Ausdruck, aber das läuft sehr mit einem Flow. Also wir haben Mannschaftsteile, die stabil sind, aber das sind nicht so wirklich viele. Also du hast Radetzky, der sehr stabil ist, aber ansonsten kann es ja immer mal wieder Ausfälle geben. Und deswegen ist es momentan so, dass wir ja so einen positiven Flow hatten und dass wir den versuchen müssen, irgendwie langfristig mitzunehmen. Denn man darf nicht vergessen, spielen aktuell nicht in der potenziell bestmöglichen Besetzung, da wir viele Ausfälle immer noch zu verkraften haben, angefangen von Marco Fabian, über Alexander Meyer, der seit vielen Monaten ausfällt, brauchen wir gar nicht sprechen, Mascarell, das heißt, und das sind alles potenzielle Stammspieler, Dani da Costa auch, das sind alles Spieler, die normalerweise die Mannschaft dauerhaft verstärken würden, die ich jetzt gerade genannt habe, und die sind nicht da, und deswegen ist die Mannschaft noch mehr darauf angewiesen, dass der Flow einigermaßen mitgetragen wird, einige Spieler, die wir gar nicht auf der Rechnung hatten, wie eben ein Marius Wolf, sich plötzlich in den Vordergrund spielen, was sie also aktuell auch tun. Ein Fallett zum Beispiel, der geholt wurde. Klar, aber du weißt nie, was es ist mit einem Spieler, der jetzt aus der ersten französischen Liga kam. Das kann gut funktionieren, muss es aber nicht. Salcedo ebenfalls. Und trotzdem funktioniert es gerade. Warum funktioniert es gerade? Weil wir auf der einen Seite auch die Möglichkeit haben, dass Leute ein bisschen entspannter sein können und ohne den größten Druck zu haben, in diese Ligaspiele gehen und die dann noch einigermaßen ordentlich meistern. Deswegen ist ja ein 1:1 gegen Mainz dann auch in Ordnung. Ja, aber stellen wir mal vor, wir hätten jetzt 5 Punkte gehabt, da glaube ich schon, wären wir mit 5 Punkten in das Mainz-Spiel gegangen, da glaube ich schon, wäre es bei dem einen oder anderen nicht so lockerflockig gelaufen. Und wir haben halt momentan diesen Backup und den müssen wir nutzen, weil es nicht diese festen Fixpunkte im Kader gibt aktuell oder in der ersten Mannschaft.
Ich finde diese Herangehensweise mit diesem, was Marvin gesagt hatte, mit der ganzen Hand und so, finde ich aber schon sehr sympathisch. Erkenne ich mich auch drin wieder, aber ich glaube, davon lebt ja auch dieses Fansein. Also wenn du eben, das ist ja. Ab einem bestimmten Zeitpunkt bist du dann damit zufrieden, wenn du nur noch die Punkte holst und dann irgendwie vielleicht kurz vor Ende der Saison die Relegation verhinderst, aber sobald es ein bisschen besser läuft, willst du auch, dass es genauso weitergeht, weil sonst müssen wir auch nicht hingehen. Davon leben wir auch. Also ganz ehrlich, davon lebt doch auch gerade so die Eintracht. Denn ganz ehrlich, wie schwierig ist es manchmal überhaupt in diese Saison zu kommen, ja? Ich meine, nicht jede Saison bist du top motiviert und denkst, geil, Bundesliga geht wieder los. Du hast so viele Nebengeräusche, die dir vielleicht das Fußballgeschäft eh schon ein bisschen madig machen. Und dann denkst du, ja gut, jetzt gehe ich mal hin und das erste Spiel ist dann vielleicht gegen Wolfsburg. Und denkst du, ja super, geil, 300 Auswärtsfans, schon der gar keinen Bock und hier kommt keine Stimmung auf. Und wir arbeiten uns dann immer so in die Saison, ne? Und dann ist es dann so, die Ergebnisse sind so ein bisschen mäßig und dann wird es ja mit der Zeit, jetzt wurde es bei der Eintracht immer besser und jetzt kommt so langsam die Euphorie, weil davon, wie du gerade richtig gesagt hast, davon leben wir, davon leben Eintracht-Fans, dass sich hier irgendwas aufbaut, auf das man hoffen kann, zumindest ein paar Spiele lang und deswegen... Achso, ich meinte, dass Fußballfans prinzipiell davon leben, nicht nur Eintracht-Fans. Ja, genau. Ich finde mich in sehr vielen wieder, weil ich glaube, unsere Vereine auch irgendwie einen ähnlichen Rhythmus gerade mitgemacht haben, eurer sogar noch ein bisschen besser ist als unserer. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Ja, aber man spürt ja beim Fußball auch immer wieder, dass es nicht nur Faktoren sind, die Verantwortlichen beeinflussen können, sondern es ist halt auch oft Suff. Und das ist eigentlich das, was mir dann immer, das ist was bei mir dafür sagt. Und du kannst, wenn du ins Casino gehst und du kannst auch fünfmal auf Rot setzen, dann kommt es fünfmal. Es kann natürlich auch fünfmal schwarz kommen, es kann auch 3-2, 4-1. Es kann alle Verteilungen geben. Das ist in dem Fußball ja auch so. Die Null darfst du nie vergessen. Die Null darfst du nie vergessen. Ja, genau. Das ist dann die, wenn du in der 90. Minute verlierst und denkst, was ist denn das für ein Bullshit? Aber das ist ja das, deswegen gehen wir wahrscheinlich nicht alle zum Fußball, gerade von so Vereinen, die du angesprochen hast, Bremen, Frankfurt, Köln, Hamburg, wo du weißt, okay, wir werden es durch unsere eigene Leistung, werden wir die Wahrscheinlichkeit im Fußball nicht runterrechnen können, so wie ein Guardiola das denn machen kann, der die Wahrscheinlichkeit echt gut drücken kann, sage ich mal, den Glücksfaktor. Ja, und wenn so Spiele sind wie Eintracht gegen Mainz, dann ist es auch echt, ich wage die These, dass das, ja weiß ich nicht, 40-60 Glück ist einfach. Weil dann im Endeffekt verliert Brosinski den Ball, Wolf spielt ein rein Eigentor, so fürs 1-0, dann hast du ein ganz anderes Spiel. Wir hatten die Nummer auch mit Augsburg zu Hause, da geht's in die andere Richtung. Da kassieren wir so einen ganz komischen Ball, der da aufdotzt und dann geht er ins lange Eck. Ja. Dann liegst du 1-0 hinten, dann hast du ein anderes Spiel. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das daran liegt, dass Augsburg im Sommer besser gearbeitet hat als wir. Und diese ganzen Transferpolitik, was hier alles überhöht wird. Ich glaube trotzdem, dass es im Fußball Momente gibt, die einfach nur auf, ja, das ist einfach Glück, das ist Zufall. Und genau mit diesem Zufall sind wir auch durch Losglück zum Beispiel im Pokalfinale gelandet. Und das kann einfach passieren. Und die Eintracht kann jetzt gegen Bremen gewinnen. Dann hast du irgendwie ein bisschen Suff und gewinnst in Hoffenheim. Ja, und dann stehst du da plötzlich drin und weißt gar nicht genau, warum. Und das ist mir dann in dem Moment, wenn wir dann da irgendwo im Fett drin hängen, auch egal, warum, ehrlich gesagt. Ja. Dann lass uns auch vielleicht auch schon mal so ein bisschen nach vorne wandern. Ich glaube, zu diesem Mainz-Spiel, zu diesen 90 Minuten gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen, lass uns auch vielleicht mal Mario ein bisschen zu Wort kommen lassen. Mit Blick auf diese Saison von Werder, die ja doch sehr, ich würde es mal freundlich umschreiben, durchwachsen nennen. Vielleicht erstmal die Frage beantworten, wie wird man denn Werder-Fan? Ich ganz persönlich... Aus dem Grund, dass eine Freundin meiner Mutter, die in meiner Heimat dort noch, als ich ganz klein war, in der WG gelebt haben, die sind nach Bremen gezogen, als ich 3 oder 4 war. Und mein Opa war Freiburg-Fan und ich war ein paar Mal in Bremen zu Besuch. Und als ich angefangen habe, die Sportschau zu gucken, fand ich die grünen Trikots super und wusste ja, dass in der Stadt, dass ich da schon mal war und ein paar Mal am Stadion vorbeigegangen bin. Und dann war ich da das erste Mal im Stadion auch und dann... Ich glaube, das war 0-2 zu Hause gegen Berlin und Sitka oder so. Also auch irgendwie ziemlich beschissene Zeiten. Ich habe davor schon was mitbekommen, aber ich habe meine ganzen Eintrittskarten noch. Ich habe die ersten 12 Spiele im Stadion, hat Werder alle verloren damals, die ich da war, wenn ich dann mal in Stuttgart oder so war. Aber es hatte so ein bisschen familiären Bezug und so das, was einen als Kind halt beeinflusst irgendwie. Und seitdem... großer Freundeskreis dort oben, also wahrscheinlich mehr enge Freunde als sonst irgendwo auf der Welt und in DE. Okay. Bist du regelmäßig im Stadion? War ich sehr viel, also so 12. Klasse, meine erste über 30er, aber noch zum Glück mit Europapokal und dies und das.
in den letzten Jahren war es dann auch arbeitsabhängig oft am Wochenende gearbeitet. Also hat man erst dann eher seinen Urlaub draufgelegt und dann bin ich auf 10 bis 15 Spiele die Saison gekommen, denke ich mal. Jetzt dieses Jahr ist es noch ein bisschen weniger geworden, weil nebenan ein kleiner Mann liegt, um den ich mich jetzt ein bisschen öfter kümmern muss. Ja. Sage ich. Ja, den Mario findet man übrigens bei, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, bei Twitter unter Remy Demi M. Genau. Ja? Weil anscheinend steht er auch auf Krawall. Nein, Spaß. Nein, aber nur damit ihr mal Bescheid wisst, ja. Und ja, na gut, das ist ja immer so, ne? Aber ich finde es ja schon cool, dass du uns mal so ein bisschen geschildert hast, wie dein Fan-Dasein so ist. Und das, wenn ein kleiner Mann da liegt oder sitzt, dann wird es ja zwangsläufig ein bisschen weniger. Das weiß ja der René auch, ne? Ja, das ist in der Tat so. Wobei der Junior wie am vergangenen Freitag dann auch fleißig mit auf der Couch sitzt und mitsingt. Also, ja, also Lied gut, schon vorhanden. Irgendwann geht wieder die Kann dann noch nicht mal reden. Ja, das mit dem Singen geht ganz schnell. Ja, vielleicht ist es auch gut, dass er da noch nicht so mit befasst ist, weil die Saison von Werder ist ja jetzt bislang nicht so überzeugt. Er steht aktuell auf Platz 17 mit gerade mal 3 geschossenen Toren. Das ist der schlechteste Wert in der Liga bislang. Was ist denn da jetzt schiefgelaufen bis jetzt? Ich halte es ja mit unserem Ex-Trainer und wollte nur, es ist ja schon der 10. Spieltag. Nee, ich bin immer großer Verfechter dieses Spruchs gewesen, nicht vor dem 10. auf die Tabelle zu gucken. Ja, genau, das jetzt können wir. Ja, was schiefgelaufen ist, um jetzt mal mit dem sehr subjektiven, ihr hattet gerade so das Wort Flow, wurde bei euch öfter mal verwendet. Mhm. Ich bin kein Fan davon, Schuld bei anderen zu suchen, aber die DFL hat uns mal schon wieder einen richtig beschissenen Spielplan zusammengebastelt. Was dann halt auch Ausschlag drauf hat, wenn du eine Truppe hast, bei der vielleicht dann doch, wie Basti gesagt hat, viel Pechglück mit dabei ist und du in Hoffenheim beginnst, zu Hause die Bayern hast, dann in Berlin spielst, Schalke hast, Wolfsburg hast, okay. Wolfsburg ist diese Saison auch nicht so gut, aber potenzielle Gegner, bei denen du jetzt nicht an den ersten 5 Spieltagen nie sagen würdest, das ist der erste sichere Dreier, dann glaube ich, ist das auch nicht gut für eine Mannschaft, die dann doch auch darunter zu leiden hatte, dass irgendwie Führungsspieler wie Moisander, die endlich mal die Defensive stabilisiert hatten, fehlen, Ziel Kruse gleich wegbricht, dann hast du auf einmal nicht irgendwie das, was du bei anderen Vereinen hast, dass du jeden Spieler reinwirfst und der dann auch funktioniert und frei vom Kopf her hingehen kann. Das so von den Voraussetzungen her, die mich das dann auch alles am Anfang der Saison sehr viel schönreden lassen haben. Wenn man dann aber doch schaut, dass halt auch von der eigenen Seite sehr viel verschuldet wurde, macht es von Spieltag zu Spieltag her auch mühsamer anzuschauen. Also sei es von Basti hat gesagt, Transferpolitik überbewertet. Ja, ich weiß nicht, gerade bei so Vereinen wie Werder auch müssen dann halt mal diese 1-2 sitzen oder du lässt sie sein und baust konsequent auf irgendwie Jugendarbeit oder sowas, aber auch schwierig. Ja, das meinst du, das muss ich ganz kurz korrigieren. Ich meine, Transferpolitik ist überhaupt nicht überbewertet. Ich meinte nur in den Momenten, wenn so ein Ball durch Glück ins Tor springt, liegt das nicht daran, dass Augsburg im Sommer bessere Transfers getätigt hat als die Eintracht. Ja. Ich meinte, diese Situation, die einzelne Spiele entscheiden. Nee, prinzipiell war, glaube ich, in den letzten Jahren nicht immer alles durchdacht. Ich kann auch gar nicht genau festlegen, an welchen Personen das lag. Was mich irgendwie ein bisschen traurig gestimmt hat, war, dass gerade weil ich irgendwie so Romantiker bin, hat mir die Zeit unter Skripnik sehr gut gefallen. Das mit Nuri hat mir auch zunächst irgendwie gut gepasst, weil ich den Eindruck habe, dass er ein guter Typ ist. Stimmt auch nicht immer ein leichter und der außenrum auch anders wirkt, als er dann wirklich ist. Aber dass ich doch, was viele irgendwie immer gesagt haben, was sie nicht sehen, dass ich doch sowohl, auch bei Skripnik, dass ich einen Plan gesehen habe oder wusste eigentlich, wie er Fußball spielen lässt, aber aufgrund dieser Situation, die dann irgendwie entstehen, dass man schnell wieder ins Hintertreffen gerät, dass auch ein Nuri sich irgendwie nicht getraut hat, an den Sachen festzuhalten. Und immer dann, wenn man irgendwie ein bisschen davon abgerückt ist, also dann auf einmal noch ängstlicher gespielt hat, wie der jetzt zu Beginn der Saison, ist irgendwie nicht abgerückt vom System her, sondern nur von der Herangehensweise an das Spiel.
Dass ich doch das Gefühl hatte, zum Beispiel in Wolfsburg in der zweiten Halbzeit, als man offensiv gespielt hat, hat das besser funktioniert. Von allen, also auch von dem, wie ich es mir anschaue, dass ich ein Fußballspiel sehen möchte von meiner Mannschaft. Dass man da zum Beispiel hätte gewinnen müssen und dann fängt man das nächste Spiel an oder auch zum Beispiel das Derby gegen HSV, wo man so ängstlich agiert und eigentlich eine Mannschaft, die noch viel ängstlicher sein müsste, als man selber weiß, halt der HSV ist und man die eigentlich jedes Mal weghauen muss. Man diese Gelegenheit nicht ergreift, weil man selber irgendwie Angst vor was hat. Mhm. So, und das macht es irgendwie extrem schwer, gerade irgendwie dabei zuzuschauen. Mhm. Das ist so der Eindruck nach den ersten 10 Spielen. Dabei wart ihr echt oftmals knapp dran. Ne? Also ich meine, ihr habt ja schon insgesamt 5 Punkte geholt und die habt ihr immer logischerweise durch Unentschieden geholt. Da muss man ja sagen, naja, so, bei so einem Unentschieden, wie logischerweise, wie das der Name schon sagt, eher eine knappe Kiste, da wart ihr ja schon das eine oder andere Mal wirklich nah dran. Ne? Also ich meine, ihr habt zwar jetzt wirklich wenig Tore geschossen, was man als eine der Hauptprobleme vielleicht deklarieren kann, aber es war jetzt nicht so, als hättet ihr jetzt jedes Spiel verloren. Ne? Also oder siehst du das gar nicht so? War das überhaupt gar nicht knapp oder waren das alles eher glückliche Punkte, die ihr da mitgenommen habt? Weil für mich ist es schon deutlich unterschiedlich zu sehen. Ja? Mhm. Also es ging ja auch schon los mit dem 0-1 in Hoffenheim, als man irgendwie in der 85. ein abgefälschtes Ding reinbekommt, wo man auch gut mitgespielt hat bei einer Mannschaft, die jetzt dieses Jahr auch nicht so schlecht im Fußball spielt. Muss man ja leider so sagen. Ja, genau. Nee, ist auch und dann Bayern zu Hause. Klar, das war irgendwie, habe ich noch einen Kollegen davor gesagt, der hat gemeint, das wird ein Über. Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich wahrscheinlich verlieren wir es 2-0 durch Tore in der Schlussviertelstunde und kannst dir dann auch wieder nichts von kaufen. Genauso kam es. Und dann, es waren dann Unentschieden in Wolfsburg, hätte man meiner Meinung nach gewinnen müssen. Dann gab es aber auch Spiele, die bei denen man ein bisschen glücklicher aussah oder dann jetzt auch das also gegen Augsburg war es dann wirklich doch eine Katastrophe, so gerade nach der, da fingen dann wieder diese alten Sachen an, die ich dann auch nicht, also die ich nicht verstehe, dass man nach dem ersten Gegentor komplett zusammenbricht und ja, es sind alles Menschen, die Fußballprofis, aber da muss doch auch irgendwelche, da müssen doch auch irgendwelche Regeln greifen, die die in ihrem Kopf anwenden können, dass wenn eine solche Situation entsteht, dass man dieser Situation trotzt und das abruft, was man gelernt hat, denke ich mir sehr oft. Ja, ich finde es ein gutes Beispiel. Ich finde ein gutes Beispiel für das, was ich vorhin meinte, dieses, dass du echt auch mit bisschen Pech in so einen Flow geraten kannst und du am Ende dastehst und weißt nicht warum. Das kann ja genauso im Negativen sein. Weil das, was du beschreibst, ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich erinnere mich, ich hab, glaube ich, die zweite Halbzeit von dem Wolfsburg-Spiel gesehen. Da habt ihr, glaube ich, Pfosten und Latte getroffen und du hast dich gedacht, wie können die diese Wolfsburger nicht weghauen? Hm. Also da gab es 2 Szenen, da hat er mit Vollgas gegen die Latte geschossen. Und hatten dann noch in der Schlussphase irgendwie Riesenchancen. Und das ist genau das, was ich meine. Dann gewinnst du plötzlich in Wolfsburg und sieht plötzlich komplett die ganzen ersten 10 Spiele sehen anders aus. Weil Werder ja auch viel Unentschieden drin hat. Und das ist ja im Endeffekt so ein kleines Opfer dieses. Ich finde Köln, ehrlich gesagt, denen geht's ähnlich. Das ist so, du bist dann plötzlich da drin und eigentlich ist es aber nicht, dass du das Gefühl hast, da steht eine seelenlose Mannschaft und oder eine echt eine beschränkte Qualität wie Darmstadt hat oder Ingolstadt. Sondern das ist einfach dann im Endeffekt in der Bundesliga und das sind unten momentan diejenigen, die echt auch teilweise viel Pech hatten, auch bei Köln natürlich auch mit dem Videobeweis davon auch nicht vergessen. Mhm. Und deswegen, um jetzt so ein bisschen schon mal anzuteasern, dass wir gleich über das Spiel reden, deswegen ist mir vor Freitag echt auch ein bisschen bange, weil ich glaube, da kommt eben nicht diese schlechte Mannschaft, wie sie dasteht, sondern da kommt eine Mannschaft, die an gewissen Stellen auch eine gewisse Qualität hat, die nicht so weit unter der ist, die wir haben. Nur weil wir halt so ein Spiel wie in Köln halt 1-0 gewinnen oder zum Beispiel in Gladbach auch 1-0 gewinnen und jetzt halt so viel besser dastehen. Ich glaube, der wirkliche, reale Qualitätsunterschied ist nicht so groß, wie ich mir das eigentlich innerlich erhoffe, ehrlich gesagt. Wobei ich schon finde, dass du zu Köln schon noch so ein bisschen, da sind halt schon noch ein paar Ergebnisse mit dabei, die halt schon irgendwie deutlicher ausgefallen sind. Wobei du bei Bremen ja auch sagen kannst, wie Marvin schon sagt, da sind so relativ viele knappe Dinger dabei, wo du halt einmal irgendwie Pech hast oder einmal das nötige Glück nicht hattest, dir das da halt irgendwie entscheidend. Bei Köln finde ich halt schon eher, siehst du in manchen Fällen, dann läuft halt einmal oder zweimal richtig schlecht und dann stehst du halt auch nochmal ganz anders irgendwie da. Ja. Ja, ich bin jetzt auch kein absoluter Werder-Experte. Ja. Nee, dafür haben wir Mario da. Ja, genau. Aber ich muss schon sagen, dass ich die Mannschaft
nicht so stark positiv bewerten kann. Also jetzt von dem, was ich so sehe, ich meine, muss sagen, man hat auf jeden Fall richtig guten Torhüter geholt mit Pavlenka, der sich für mich gut entwickelt hat. Das hätte ich vor der Saison nicht zwingend gedacht. Das muss ich wirklich sagen, aber so, also das Konzept, was wir zuletzt gespielt haben mit dem 3-5-2, das war für mich sehr, teilweise sehr befremdlich. Ich glaube auch, das war so einer der Punkte, warum man jetzt doch auch den Stecker gezogen hat. Ich meine natürlich mit dem Negativen gegen Augsburg, ich weiß, Augsburg ist nicht schlecht drauf. Das ist aber trotzdem immer eine Mannschaft, wenn die auswärts sind und du als Heimmannschaft gegen Augsburg spielst, willst du das Ding eigentlich immer gewinnen und musst das Ding auch immer gewinnen. Ja. Und dass das halt so deutlich verloren ging, deswegen kann ich irgendwo nachvollziehen, dass halt jetzt hier der Strich gezogen wurde, obgleich die natürlich eine Runde weitergekommen sind im DFB-Pokal, was natürlich jetzt auch nicht vergessen darfst. Ich meine, die haben sich gegen Erstligisten durchgesetzt, keine schlechte Kiste. Jetzt geht's ja wieder gegen Erstligisten, gegen Freiburg dann auch wieder zu Hause, hat man auch wieder ein bisschen Glück. Aber natürlich muss man jetzt sehen, dass man in der Liga irgendwie die Kurve bekommt. Okay. Ja, wollen wir mal aufs Spiel zu sprechen kommen, ja, wenn wir jetzt beide Vereine so ein bisschen besprochen haben. Ja. Was glaubt ihr denn, wie die Eintracht in das Spiel gehen wird? Weil ich tue mich noch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, mir das auszumalen. Ob das eher so ein Spiel wird, wo wir gegen einen Gegner spielen, der sehr, sehr tief steht, und das wird wieder diese zähe Nummer, die wir jetzt schon oft hatten, die dann entweder so ausgehen kann wie gegen Stuttgart oder wie gegen Augsburg. Mhm. Oder glaubt ihr, das wird ein Gegner sein, der dadurch, dass er jetzt einen neuen Trainer hat, je nachdem, was für Ansätze er mitbringt, wo wir auch ein bisschen Platz haben werden? Ich bin mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt, weil Bremen kann sich meiner Meinung nach eigentlich hier nicht hinten reinstellen. Also ich glaube nicht, dass sie sagen können, ja cool, wir holen jetzt hier einen Punkt. Ich gehe aber fest davon aus, dass es genauso sein wird. Also ich gehe wirklich davon aus, dass jetzt erstmal wieder der Versuch gestartet wird, zumindest am Anfang das Spiel relativ defensiv zu halten, erstmal wieder ein bisschen Kompaktheit reinzubekommen, auch Selbstsicherheit. Also ich glaube schon, dass das 0-3 schon an deren ja auch Selbstvertrauen irgendwo ein bisschen gerüttelt hat und dass sie jetzt erstmal zumindest anfangs des Spiels jetzt uns nicht überfallartig die ganze Zeit mit Angriffen torpedieren, sondern ich glaube eher, dass die, wenn dann aus einer geordneten Defensive heraus sehen, dass sie uns dann irgendwie überfallen können. Es kann schon sein durch Konter, wenn wir wieder die Lücken zu groß lassen. Aber das Problem ist, die Eintracht wird leider gezwungen sein, hier das Spiel selber machen zu müssen. Und das ist natürlich immer die größte Chance des Gegners. Ja, beziehungsweise nach wie vor halt auch so ein bisschen unsere Schwäche, dass das etwas ist, was wir ja auch durchaus in den letzten Spielen gesehen haben, uns halt absolut nicht liegt. Wir kommen gut in diesen Flow rein, wenn wir die Lücken haben und uns auf dieses Thema kontern und Pässe in die Spitze, dann ist das gut. Aber wenn du da zwei Mannschaften hast, die ihrerseits versuchen, dieses Spiel so ein bisschen kaputt zu machen, dann wird das wahrscheinlich so eine ganz, ganz tröge Kiste. Mario, kannst du denn was zum Herrn Kohfeldt sagen? Ja, junger, talentierter Trainer, glaube ich. Also auch unter Skripnik ja schon viel, auch so wie es Jan Lusewitsch ja irgendwie ein bisschen unvorsichtig ausgedrückt hat, viel zum Klassenerhalt beigetragen. Also ich glaube, der hat da sehr viel gemacht, also unter Skripnik, der Co-Trainer war. Ich habe es leider dadurch, dass ich dieses Jahr und letztes weniger auch nach Bremen zu Heimspielen gefahren bin. Ansonsten habe ich immer auch versucht, irgendwie die U23 mir mal anzugucken. Das habe ich jetzt dieses Jahr wenig getan. Deswegen kann ich von seiner Herangehensweise gar nicht viel so richtig dazu beitragen. Ich glaube aber trotzdem, dass er, und das war ja auch die Grundherangehensweise eigentlich von Skripnik, hatte ich zumindest den Eindruck, dass man doch auch versucht, irgendwie den Fußball nach vorne auszurichten, jetzt vielleicht nicht im Sinne einer Mannschaft, die das Spiel macht, aber weil das können wir auch nicht. Also wenn wir beide versuchen, das am Freitag zu umgehen, dann wird es wirklich ein tröges Spiel. Ich hoffe ja darauf, dass er Herr Kohfeldt das so ein bisschen sieht wie ich und auch in den letzten Spielen gesehen hat, dass es dann halt zumindest vielleicht nicht mit Spiel machen, aber mit Hochstehen und auch sich was trauen, dass es ein ganz anderes Spiel wird, als dass ihr das vermutet. Okay. Also es scheint ja auch so ein bisschen, also zumindest wenn man so die ein oder anderen Aussagen jetzt in Interviews oder in Vorbereitungen sieht, scheint das ja so ein bisschen das zu sein, wo er jetzt eben hin will, der Mannschaft neues Selbstvertrauen geben und halt wirklich zu versuchen, in dieses frühe Pressing und in dieses Hochstehen, in diese Thematik da irgendwie rein. Weil ich auch glaube, dass die Mannschaft da ihre Stärken hat. Also
für die Defensive waren wir es noch nie berühmt, auch wenn wir natürlich vor dem Augsburg-Spiel, was die Gegentore anging, irgendwie zweite Mannschaft zusammen mit Hannover hinter den Bayern waren. Hm. Klar, die drei Gegentore gegen Augsburg, das hätten sogar noch mehr sein können am Schluss, weil man komplett auseinandergebrochen ist. Was, glaube ich, auch der Grund dafür war, dass Nuri dann gehen musste, weil halt dieser negative Flow, der die ganze Zeit da war, dann in diesem Spiel komplett irgendwie hat das Gefühl gehabt, das hat die Spieler gebrochen an dem Tag. Also es ging dann gar nichts mehr irgendwie. Und ich glaube deswegen, weil wir eben halt auch, wenn du dir den Kader anschaust, eher vorne die stärkeren Spieler haben oder auch irgendwie noch im Mittelfeld, wie zum Beispiel, also vor Pavlenka, der richtig geile Transfer war halt Delaney, der leider dieses Jahr auch irgendwie außer in der Nationalmannschaft komplett hinter den Erwartungen zurückbleibt. Also ich habe die ersten zwei Spiele, als ich den live im Stadion gesehen habe, der ist so geil, der hat eine unfassbare geile Zweikampfführung, wie du ihn halt eigentlich jedes Mal beklatschen willst, wenn er irgendwie dem Gegner die Beine weghaut oder den Körper reinstellt. Aber auch leider er funktioniert dann halt nicht. Aber wenn du da in der Hälfte oder im Drittel von deinem Tor entfernt den Ball bekommst, hast du lauter schnelle Spieler, die mit dem Ball umgehen können. Ich bin auch sehr drauf gespannt, was Belfodil dann noch machen wird, weil das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Der sagt zwei, dreimal hintereinander in einem Interview, dass er eigentlich auf der 10 spielt, macht dann aber den Backup im Sturm, wo eh keine Bälle ankommen. Ich glaube, es lässt sich nur damit irgendwie verbessern, indem du wieder versuchst, offensiver und mutiger und an deinen eigenen Spielstil zu glauben, weil, ja, wie er sagt, also wenn man jetzt in Frankfurt von Anfang an nur hinten reinstellen, dann wird es ein Freitagsspiel, das man nicht gesehen haben möchte. Was so man ja eh nicht möchte eigentlich. Nee, so ein paar Bedenken habe ich, aber gut. Ja, aber ich muss schon sagen, das ist so ein bisschen, ja, fast erstaunlich, ne, dass so Leute, also Delaney fand ich auch richtig gut, normalerweise auch eigentlich Hajirovic jemand, der irgendwie doch nochmal ein bisschen ausbrechen könnte, das aktuell nicht tut. Es stimmt so in vielen Bereichen aktuell nicht so hundertprozentig bei euch. Leider Kruse ist jetzt auch wieder gerade zurückgekehrt, ne, also der muss ja auch erst wieder seinen Flow finden. Kann er auch gerne tun nach dem Eintracht-Spiel, aber nicht beim Eintracht-Spiel. Ja, also ich meine, da ist schon Potenzial da, ne? Aber ich glaube, dass die jetzt auch mal wieder erstmal wieder aufzurichten, das wird keine ganz einfache Kiste, ne? Nee, gerade wenn man irgendwie so Floskeln bemüht, dass sich halt beim Fußball dann doch viel zwischen den Ohren abspielt oder so. Mhm. Also. Mhm. Ja. Vor allem, weil du jetzt, wenn du so ein Spielplan-Meckerer bist wie ich, dann kommen ja eigentlich, also beziehungsweise haben mit Freiburg und Augsburg angefangen, jetzt die Mannschaft, die man schlagen müsste, um dann mal halbwegs wieder unten rauszukommen. Also du kannst auch nicht mit einem Punkt in Frankfurt jetzt zufrieden sein. Dafür seid ihr dann auch nicht gut genug, glaube ich. Also da musst du jetzt, wenn du sagst, du willst irgendwann in dieser Saison Punkte holen, dann muss jetzt sogar mit dem Trainereffekt das erste Spiel in Frankfurt gewonnen werden. Also, ja. Aus Werder-Sicht. Ja, ja, klar, aus Werder-Sicht. Ja, ich meine, ihr könnt ja, du bist ja auch eingeladen hier, um zu träumen. Ja, klar, wenn du da jetzt die volle Energie mitnehmen willst, dann, ja, ist ein Sieg das, was du da halt einfach auch brauchst. Ja. Was glaubst du denn aufstellungsmäßig, wie, wenn du sagst, es geht jetzt mehr so in Richtung Offensive, was wie würdest du da aufstellen wollen? Ich wäre nach wie vor sehr glücklich darüber, wenn Bauer wieder draußen Platz nimmt, weil dem hat seine Einspiel-Denkpause nicht gut getan oder zumindest nicht so gut, wie ich es dachte. Der halt auch irgendwie komplett anfällig ist, da auf den Außen. Gerade vielleicht auch mit dem, ihr habt es gerade vorhin mal angesprochen, ich glaube, dass euch das 3-5-2 irgendwie komisch anmutete. Ja. Das hat ihm natürlich auch irgendwie nicht gut getan, weil da seine Seite auch immer sehr offen war. Mhm. Personell ist echt die Frage, wie fit Kruse wirklich ist. Also eingewechselt worden ist die letzten 10 Minuten in Köln, hatte ich das Gefühl, dass er nur reinkommt, um irgendwie so ein bisschen das Hirn der Kölner Abwehrspieler zu ficken. Irgendwie so im Sinne von, jetzt ist Kruse auf dem Platz, aber teilgenommen hat er nicht, weil er so aussah als wie, bitte berührt mich nicht, weil die Schulter ist noch nicht ganz durch. Mhm. Wobei ich auch, also kann man natürlich, wahrscheinlich wird das ein Mediziner in der, würde mir jetzt widersprechen, weil das sonst fahrlässig wäre. Aber auf jeden Fall war er noch nicht so dabei, als würde er jetzt groß helfen können. Deswegen glaube ich, würde ich sogar, ist gerade kurz der Name gefallen, ich
könnte mir mal vorstellen, dass Hajrović von Anfang an spielt, weil gerade sonst da vorne Bartels halt auch komplett wieder unten drunter spielt, ist halt leider vorm Tor wirklich kein Stürmer. Der spielt irgendwie super Fußball und kann auch Vorlagen geben, aber den lässt du 10-mal allein aufs Tor zulaufen, dann macht er wahrscheinlich einen rein. Ich weiß nicht, was mit seiner Chancenverwertung los ist. Und dem hat das auch sehr, sehr weh getan. Zumindest auf dem Platz, dass Kruse gefehlt hat. Der war mit dem schon das Doppelte wert. Die zwei zusammen haben gut funktioniert, aber ich glaube, dass jetzt im Moment für Finn noch nicht die Zeit gekommen ist. Also ich glaube, dass sie wieder, wie sie gegen Augsburg zur Halbzeit dann vielleicht sogar mit Kainz und Hajrović anfangen würden. Und ich würde mir wünschen, dass er irgendwo ein System findet, in dem Belfodil doch eher die Rolle spielt, die er selber auch ausfüllen möchte. Auch wenn er natürlich irgendwie Berufsfußballer ist und das spielen soll, was man ihm sagt. Aber wenn er halt auf anderen Positionen besser funktioniert, ich habe ihn davor nie gesehen, ich kann da auch es irgendwie nur Mutmaßungen anstellen. Aber ich glaube doch, dass es eine Mannschaft gut tun kann oder gut tut, wenn ein Spieler das spielt, was er wirklich kann. Und gerade jetzt in der Situation, wenn du halt eben auch sagst, du willst der Mannschaft und den Spielern halt auch wieder Selbstvertrauen geben. Dann kannst du nicht da vorne die ganze Zeit in der Luft hängen lassen. Der denkt sich ja wahrscheinlich auch, was mache ich hier eigentlich? Genau, wobei auf der anderen Seite so ein Spieler dann natürlich auch unter Druck setzt, wenn der dir dreimal sagt, ich will eigentlich auf der 10 spielen, weil dann kann ich. Und dann stellt sich halt hin und sagt, okay, dann spiel auf der 10, aber dann zeig halt auch, was du kannst. Dann, ja, den Schuh muss er sich dann anziehen, sprichwörtlich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Was machen wir? Ja, das ist eine gute Frage. Also gewinnen, ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Würde ich also, doch auch sagen. Ich habe ehrlich gesagt auch, ist nicht, ne, finde es schön, dass er da ist, unser Gast. Und ich finde ja Werder Bremen grundsätzlich auch echt sehr sympathisch. Ich muss aber echt sagen, ich habe wirklich keine Lust, hier irgendeinen Punkt zu lassen. Mir geht das total gesagt auch auf, nicht, gerade weil da Länderspielpause ist. Also ja, mir geht es wieder so auf die Nüsse, dass die erstmal jetzt hier erstmal einen Trainerwechsel machen. Und mir geht sowieso dieses ganze Litanei geht mir auf den Sack. Ja, ich will das ehrlich gesagt nicht. Und ja, ist schön, die haben jetzt, sage ich mal, präventiv oder beziehungsweise eine Woche schon vor der Länderspielpause ihren Trainer zu entlassen, um in der Winterpause dann vielleicht in der Länderspielpause dann vielleicht nochmal neu zu finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will hier 3 Punkte gegen Werder Bremen. Da gibt es für mich nichts und das muss auch unser erklärtes Ziel sein. Ich finde, die Mannschaft bei der Eintracht ist momentan offensiv in Ordnung genug, um die 3 Punkte einzufahren. Und ich glaube, wir sollten auch gar nicht so viel im Vergleich zur Partie gegen Mainz tun. Ich würde wieder vorne mit Rebic und Aller spielen. Ich würde eigentlich fast gar nichts, also mir fällt jetzt nichts ein, was ich jetzt wechseln würde. Also fällt euch was ein? Also Radetzky hinten, Fallett, Abraham, Salcedo hat gut funktioniert. Willems, Stendera, Boateng, Gacinovic, Wolf. Wolf hat sich so in den Vordergrund aktuell gespielt. Aufgrund der Tatsache. Ich auch eine gute Lösung. Ich finde es auch eine gute Lösung zu sagen, okay, wir spielen mit der Dreierkette. Mit den 3 Innenverteidigern und dann Wolf und Willems auf den Außen. Das gefällt mir. Also, und dann, wie du es gesagt hast, Boateng, Stendera. Also ja, dann auch genauso. Ich würde es auch ehrlich gesagt genauso stellen. Also auch so ein Gacinovic auch wieder mehr in der Mitte orientiert. Richtig, ja. Mhm. Und ein Boateng wieder so auf der, was war es, so eine Achterposition eigentlich mehr. Genau. Aber auch eigentlich seine Paradeposition, ehrlich gesagt. So 10 ist er vielleicht so ein bisschen zu langsam. Für die 6 ist er verschenkt. Also ich finde die 8 ist für Boateng eigentlich überragend. Der hat mir in Mainz ehrlich gesagt auch wieder gut gefallen. Der macht immer noch keine spektakulären Dinge, aber du siehst schon, dass er der Boss da ist. Also ich wollte gerade sagen, also er hat halt klare Ansagen gegeben und hat ja auch so ein bisschen die Rivalitätsstimmung da reingebracht, indem er da auch mal den einen oder anderen auch mal klar zurechtgewiesen hat. Also ja, aber es ist gut, das haben wir uns ohne Scheiß, ich erinnere mich, letztens habe ich mich an den Folge erinnert, wo der Marvin und ich vor 2 Jahren vielleicht, haben wir kurz vor der Winterpause auch mal gefordert, dass die Eintracht so jemanden wie Boateng holen soll. Weil wir es da nämlich genau vermisst haben und das zeigt er jetzt, genau das, wie ich mir es vorstelle. Wir sind Eintracht Frankfurt, wir gehen hin und sagen, was ist los? Und Eichner guckt auf den Boden, Meier guckt auf den Boden. Was willst du? Du kleiner Mainzer Pisser, was ist los mit dir? So, und jetzt hat die Diskussion beendet. Ja, endlich. Ja, wenn du mich hättest ausreden lassen. Jetzt bin ich doch wirklich in einem Eintracht-Pause-Podcast. Hätte ich gesagt, dass er genau die Rolle ausfüllt, für die wir ihn geholt haben. Nämlich genau, um eben derjenige auf dem Platz zu sein, der da mal klar durchgreift und sagt, wo hier der Hammer hängt.
Ich glaube, das ist aktuell einfach auch. Ja. Ja, und ich glaube, das ist aktuell auch einfach notwendig. Er ist momentan genau dieser Halt, den es benötigt. Das kann sich ändern, wenn, guck mal, wir sind ja eigentlich jetzt schon fast wieder, hört sich blöd an, aber fast schon wieder in einer luxuriösen Position. Denn Hasebe hat sich ja jetzt auch fit gemeldet für das Spiel gegen Bremen. Das heißt, im Zweifel können wir dann sehen, okay, wir brauchen noch offensive Akzente. Wir haben jemanden auf der Bank, der defensiv sehr stabil ist, von dem wir wissen, dass er defensiv stabil ist. Das heißt, wir ziehen Boateng nach vorne. Dann ist der für diese Stabilität jetzt nicht mehr notwendig, sondern kann offensiv ein bisschen freidrehen. Und dann kannst du dann Hasebe einwechseln. Das ist ja dann ein Luxus, den wir während des Spielverlaufs dementsprechend einstreuen können. Und den haben wir übrigens auch dadurch, dass Stendera wieder kommt. Das darf man gar nicht zu gering schätzen. Stendera war überraschend schnell wieder präsent in den Spielen, wo er jetzt wieder da war. Und ich habe ihn echt vermisst. Und er ist auch ein Spieler, der kann uns nochmal eine andere Variabilität bringen, ehrlich gesagt. Weil der nochmal einen anderen Typus verkörpert. Der ist giftig in Zweikämpfen, der spielt aber auch einen harten, geilen Ball. Nicht zu vergessen, dass er ja gegen Mainz nach 90 Sekunden eigentlich schon eine Chance hatte, die er wahrscheinlich auch reingemacht hätte, wenn er nicht so blöd mit dem Standbein weggerutscht wäre. Ja, also da stand ich noch vorm Familienblock. Das habe ich leider nicht gesehen. Aber für mich ist es auch ein, mich ist es auch ein mega Vorteil, jetzt nochmal ganz kurz zu Stendera. Für mich ist es ein mega Vorteil, dass, was heißt kein Vorteil, aber es ist eine schöne Sache zu sehen, dass er fast über 90 Minuten einen ordentlichen Ball gespielt hat gegen Mainz. Ja. Wir sind hier in einer Art der Weiterentwicklung, die ich bei Stendera gar nicht so gedacht hätte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es viel länger braucht, bis er wieder eine Bindung zum Spiel bekommt. Das hat er aber in den letzten Spielen jetzt schon bewiesen. Schöne Sache. Und er wird, wie Basti es richtig gesagt hat, zu einer ernsten Möglichkeit, sich weiter und tiefer in dieses Spiel der Frankfurter Eintracht hineinzuspielen, dass er sich, also kann sich selbst unwiderstehlich machen. Das ist eine feine Angelegenheit. Und wenn wir dann wirklich dann mal den einen oder anderen Spieler zusätzlich noch haben, ja, keine Ahnung, wenn Fabian dann fit ist, wissen wir gar nicht, wen wir noch irgendwie raussetzen können. Ja, Mascarell, ja, super. Ja, aber das haben wir uns doch immer gewünscht. Und nicht dieses, oh, ein Spieler ist verletzt, Injowski spielt auf links außen. Oh Gott, ja, hey, so lange her. Oh Gott, das Hilfe. Also von daher. Gegen Injowski. Nix, war ein solider Spieler bei Bremen, bei der Eintracht auch, aber irgendwann war es halt auch gut. Ja, ja, guter Typ auf jeden Fall. Ich weiß, spielerisch. Ja, das ist definitiv richtig, ja. Naja, aber deswegen, ich würde eigentlich fast sagen, dass wir an dem Spielsystem der Frankfurter Eintracht im Vergleich zur Vorwoche gar nicht viel dran ändern und dass wir eher mit mehr Variablen in das Spiel gehen, dass wir sagen, okay, Bayreuther war jetzt zum Beispiel cooler, sag mal, als Linksverteidiger, der wird vielleicht auch sogar drin bleiben, aber keine Ahnung, Medojevic rotiert dann wieder raus, weil Medojevic jetzt nicht gebraucht wird und dafür kommt dann Hasebe auf die Bank. Rein, ja. Genau, und dann schauen wir mal, was am Spiel dann wirklich benötigt wird. Ja. Ich denke, also personell würde ich auch nichts ändern, was ich mir halt eventuell noch vorstellen könnte, je nachdem, wie Bremen aufstellt und wie sich die Räume darstellen, ist, dass Gacinovic dann vielleicht ein bisschen mehr auf die Außenbahnen zieht und du dann halt wieder mit so einer Dreierspitze da vorne irgendwie agierst. Aber das ist wahrscheinlich eher was dann auch so ein bisschen im Spiel und dann auch abhängig vom Gegner dann einfach auch passieren könnte. Ja. Was sagen wir denn? Ich hab noch einen Nachtrag zur Länderspielpause. Ja. Das ist, oder alle Vortrag, Playoffs ja? Natürlich live auf der Zone. Sorry. Grüße. Okay, alles gut. Ich muss sagen, Länderspiele reizen mich, haben mich im letzten Jahr schon irgendwie herzlich wenig gereizt, dann reizen mich jetzt irgendwie gerade noch wahnsinnig weniger. Ja, aber eigentlich ist das, also ich meine, das ist ja jetzt, ja, das kann ja schon interessant sein. Also, was hast du gerade gesagt, auf The Zone läuft was? Die Playoffs zur WM. Ja, ist doch. Aber ich bin auch prinzipiell kein Länderspiel-Pausenfreund. Ja, also aber auch das gar ist, nicht. Nein. Aber wobei, das ist ja, muss man echt sagen, ist ja nochmal ganz, es kann ja echt nochmal ganz interessant sein, ne? Also wenn ich mir dann die Partien da so angucke, da ist einiges potenziell Spannendes dann schon dabei. Ja. Was beim Bremen-Spiel auch noch anmerken wir ganz kurz ist, das wird auch geil, dass es wieder, dass es Flutlicht, Freitagabend, die Leute haben Bock. Ausverkauft, du kannst saufen, weil du am nächsten Tag nicht arbeiten musst. Die Stimmung wird dementsprechend laut sein. Danach kann man noch was machen, also es ist eigentlich geil. Also muss die Eintracht gewinnen, damit wir mit positiv beschwingt in diese unsägliche Länderspielpause gehen können. All dieweil wir danach ein Auswärtsspiel haben, wo wir noch außer Weißwein noch nichts gewonnen haben. Ich wollte gerade sagen, das ist auch wieder dein Highlight der Saison. Du kannst mit der Weißweinschorle ohne Ende trinken. Genau. Das mache ich auch immer gern bei euch im Gästeblock, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Das ist hervorragend.
Weißweinschnitte trinken bei euch im Stadion. Das gibt es bei uns gar nicht. Du meinst Apfelwein wahrscheinlich. Appleboy, ja. Genau. In Hoffenheim gibt es tatsächlich einen Weißwein auch, mit dementsprechend viel Sprit. Also du kannst dich da komplett. Echt im Gästeblock? Nee, ich hole mir ja Jahre. Die letzten Jahre habe ich mir immer genau in dem Sitzblock neben dem Gästeblock gerade geholt. Da ist nur ein Gitter dazwischen, aber da gibt es Weißwein. Also. Ah. Viererträger. Ja, an den Abendspielen bei euch, das ist ja auch in den letzten Jahren relativ oft vorgekommen, mag ich dann auch immer diesen kurzen Gang durch den Wald. Ja. Ist immer auch immer sehr schön, die Werder-Spiele auf solche Termine zu legen, wenn wir bei euch spielen. Hat ja auch schon Historie. Müsst ihr halt ein wenig aufpassen. Aufpassen. Ja. Nein, aber ich muss halt sagen. Wir passen zumindest besser auf unsere Fahnen auf. Ja. Jetzt geht's los hier. Da gibt's einige Rivalitäten zwischen Frankfurt und Bremen. Katsching. Entschuldigung, ich habe schon zwei Weine getrunken. Ja, alles gut, alles gut. Aber was mich auch ein bisschen freut an dem Spiel gegen Bremen, ist wenigstens, dass auch die Auswärtsblöcke, also der Auswärtsblock auch ausverkauft. Wollte ich gerade sagen, also erst mit Bremen halt dann auch eine Mannschaft, die dann einfach auch Fans mitbringt und nicht irgendwie 20 traurig, Leute. Traurig, dass man es im Jahr 2017 einfach anmerken muss. So, boah, geil, da kommt eine Mannschaft, die bringt auch Fans mit. Ja, ist halt so. Ja, jetzt mal im Ernst. Ja, wie weit ist das denn gekommen? Das ist nur noch jedes zweite Spiel so. Also die Europa-League-Spiele ist auch teilweise von manchen Vereinen, das war ja auch echt traurig. Ja. Also das ist... Man kann es sich dann nicht anschauen. Und dann hat man auch gerade in meiner Branche Leute, die zum Beispiel, weil ich mich jetzt auch irgendwie beruflich wieder viel mit der Serie A auseinandersetze, in der das natürlich auch teilweise so ist mit den leeren Stadien, aber da ist es halt eben auch verschuldet dadurch, dass man irgendwie die Fans eingeschränkt hat mit personalisierten Ticket, dies, das. Mhm. Und dann sind genau die Leute, die personalisierte Tickets auch in Deutschland fordern würden, wahrscheinlich diejenigen, die dann sagen, so in gerade ein Serie A-Spiel kann ich mir nicht angucken, da ist das halbe Stadion leer und ja, da kommt keine Stimmung auf, da ist ein Premier League-Spiel viel besser. Und ich sage, ja, dann guck dir mal Burnley gegen West Brom an, das gebe ich dir aber an einem Spieltag in Italien paar Leckerbissen mehr, auch wenn halt das Stadion leer ist. Und das Stadion ist halt leer, weil dort noch die Entwicklung halt vor 10 Jahren schon so war, wie das, was sie hier alle fordern. Alle. Also ich pauschalisiere jetzt einfach nur noch. By the way, Porto führt. Ja. Ja. Und Dortmund auch. I don't care. So, dann lass uns doch mal zu etwas kommen, wo wir vielleicht mehr uns drum bemühen, nämlich Ergebnisse für den Freitag. Und der Gast darf anfangen. Ich habe da schon was reingeschrieben, total voreilig. Ich habe ein 3-4 getippt für den ruhmreichen SVW. Weil ich darauf hoffe, dass es so ein irgendwie, wie gesagt, nach vorne spielen, dann sind wir hinten auch so anfällig, dass ihr auch 3 machen dürft und dann Endeffekt machen wir so ein 93. unberechtigt Videobeweis fällt aus und wir nehmen alles irgendwie mit und müssen das nur irgendwie konservieren über die Länderspielpause. Also, ich bin immer mehr Optimist als Realist, deswegen. Ja. Also in einem Spiel mehr Tore schießen zu wollen als in 10 Spielen davor, das ist schon weit mehr als Optimist. Ja. Okay. Aber man darf ja träumen, wie Marvin gesagt hat, dafür bist du ja da. Was träumt Marvin denn? Ich habe Basti gefragt, ob ich weinen darf. Bislang bin ich. Ich habe mich fürs Träumen entschieden. Das ist, glaube ich, der wesentlich effektivere Weg, ja. Ja. Was ich tippe, gute Frage. Ja, ich sag mal 3. Naja. Ich tippe mal auf ein 2-1 für die Frankfurter Eintracht. Das ist zurückhaltend, okay. Ja, es wird ein enges Ding, ja. Wird ein ziemliches Gemauschel schon wieder. Irgendwie Bremen spielt wieder keinen so schönen Fußball. Die Eintracht kriegt es auch nicht so wirklich hin, mit der eigenen Offensive so richtig schön zu spielen. Aber nach einem langen 1-1 gibt es dann irgendwann die finale Rettung zum 2-1. Und dann haben wir 3 Punkte und dann geht es in die Länderspielpause. Und dann wird sich erstmal regeneriert. Mhm. Herr Basti. Ich sag 1-0 für die Eintracht. Du sagst 1-0 für die Eintracht. Der Prinz. Einfach so. Aus dem Spiel raus oder Standardsituation? Seitfallzieher. Ein Seitfallzieher. Genau das Tor, was er dann Las Palmas gemacht hat, wo der einem Scorpion-Kick ihm vorliegt und der macht so einen Scherenschnitt. Genau so ein Tor macht er auch. Rebic wird es mit einem Scorpion-Kick vorbereiten und er wird mit dem Seitfallzieher abschließen. Alles. Und dann renne ich direkt zum Bierstand.
Okay. Grüße. Grüße. Ich sag. Ich bin kurz 3 Sekunden weg. Mhm. 1, 2. Jetzt ist er wieder da. Nein, ich sag 2-0. Ich glaube einfach nicht dran, dass Bremen auch nur ansatzweise irgendwie ein Tor schießt oder auch nur gefährlich in den Strafraum kommt. Und bin mir ziemlich sicher, dass sowohl Haller als auch Boateng Tore machen, allein schon deswegen, weil ich sie eh beide in meiner Kickbase-Mannschaft habe und die Punkte gut gebrauchen kann. Ich bin, wenn ich jetzt wirklich über dieses Spiel nachdenken müsste und dazu eine, das ist lieber, nicht podcastgerechte Einschätzung, wäre ich wirklich auch, glaube ich, bei deinem Ergebnis gelandet. Okay. Aber wir lassen trotzdem bitte das 3-4 da oben stehen. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und wenn es so kommen sollte, dann würden wir dir in unserer nächsten Ausgabe huldigen über mehrere Minuten hinweg. Dafür so 30 Minuten Redezeit. Einfach. Nur ich. Nur du. Ich weiß nicht, ob Marvin sich so lange zurückhalten kann, aber wir könnten es mal probieren. Was das immer für Kommentare sind, ich bin total zurückhalten. Nein, bist du nicht, aber deswegen bist du ja auch da. Aber Mario, nochmal ganz kurz, ich meine, du bist ja als alter Experte für Bremen. Jetzt habt ihr den einen Trainer entlassen, wie sieht es denn jetzt aus? Was kommt denn da jetzt bald Neues bei euch? Boah. Ich habe schon gedacht, du also hast aufgelegt. Wenn ich Bruno Labbadia, ich dachte, Schaf wäre gesetzt. Ich habe so viel Angst davor. Also Bruno auf keinen Fall, bitte. Der schöne bitte. Bruno. Grüße. Oh, bindet die Spielerfrauen fest. Nein, wenn das auf kurzfristige Zeit sportlich gesehen so laufen würde, wie ich mir das natürlich wünsche als Fan, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Werder-Weg weitergeht und man dann Kohfeldt eine Chance gibt, das weiterzuführen. Mhm. Das Schaf, glaube ich nicht. Ich glaube, dass da haben sie sich schon diese Position mit dem technischen Direktor ausgedacht. Das fände ich dann irgendwie auch nicht schlecht ab nächster Saison. Mein absoluter persönlicher Traum wäre ja, wenn das jetzt dann nicht so funktioniert mit Kohfeldt oder wenn es funktioniert und er selber sagt, er hat erstmal noch mal ein bisschen Bock auf zweite Mannschaft und so. Ich schätze ihn auch irgendwie wirklich sehr gesetzt ein und der muss jetzt da irgendwie nicht der zweitjüngste Trainer oder was auch immer werden. Also ich glaube, der würde auch wieder ins zweite Glied zurückgehen und sich da ein bisschen ausprobieren. Und dann würde ich mir, weil ich mir schon das gewünscht habe, bevor er damals zu Gladbach gegangen ist, auch wenn der Berater das dementiert hat, dass da irgendwas besprochen wurde, ich hätte schon sehr Bock auf Favre zum Beispiel. Auch allein, um zu sehen, wie so ein Typ wie er in diesem Werder-Zirkel zurechtkommen würde, beziehungsweise wie der Werder-Zirkel mit einem zurechtkommen würde, der vielleicht dann nicht alles so macht, wie man das selber macht. Und weil ich ihn als Trainer und alles, wie er da rangeht, wirklich, wirklich sehr, sehr schätze. Also ich glaube, das ist ein richtig guter Trainer und den, ja, auf so einen hätte ich Bock, mal wieder. Also ja, klar. Ich weiß nicht, was war die Frage, wie es jetzt weitergeht und ob einer kommt? Und nö, ich fand das jetzt schon sehr interessant, ja. Also genau, also es war jetzt schon meine Frage genau, von was du denkst, wer jetzt hier irgendwie neuer Trainer bei euch werden könnte. Du hast jetzt viele Wünsche genannt. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, also Lucien Favre finde ich auch mega interessant, aber ich stelle mir immer die Frage, ob der überhaupt Interesse hätte, keine Ahnung. Also ich habe immer das Gefühl, dass der jetzt schon nochmal eine Nummer höher ansetzen will. Oder denkst du das nicht? Was soll das dann halt? Arg wundern, wenn Favre zu Bremen. Ich kann da immer nur jeden Spieler zitieren, der kommt. Werder ist ein großer Verein, immer noch ja. In Europa, großer Name, eine Ehre hier zu sein. Genau, das sagen die Leute auch, wenn sie von Erfurt nach Chemnitz kommen. So, aber es ist halt trotzdem, ne? Also, ne? Ja. Ich bin halt. Ja, klar, ob das jetzt realistisch ist, sei dahingestellt. Ja. Aber das wäre eine geile Lösung. Ich finde ja auch, dass Tuchel da, also aus der Sparte, die, wie du es gerade ansprichst, ist ja auch, dass überhaupt der Name Tuchel irgendwie im Umlauf war. Komplett hanebüchen. Kompletter Unsinn. Wie man auf die Idee kommt. Ich habe mich echt gewundert. Ich habe gedacht, das wäre ein falsches Bild. Da war Tuchel und Favre bei Bremen. Da habe ich mir gedacht, hallo. Also, aber ich meine, ganz klar, wenn es die theoretische Möglichkeit gibt, dass ihr bei Favre doch irgendwie zuschlagen könnt, ja, dann sofort. Ist es klar. Sofort, ja. Wäre eine herausragend geile Option. Dann ist ja auch immer die Frage,
ich weiß nicht, man steckt ja selber nicht drin, aber was ist die Herausforderung oder was wollen solche Trainer machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe da keine Antwort drauf, aber es kann ja auch genau sein, dass sie genau sowas suchen. In einem, einfach so in den Raum gestellt. Also ich weiß nicht, ob jeder Trainer der ist, der dann der sagt, er will was Neues sehen und dann gehe ich halt irgendwie nach Manchester und da habe ich auch irgendwie eine geile Mannschaft und so. Oder mach erstmal ein Model für irgendwas. Oder ich weiß nicht, was diese Menschen bewegt oder auf wie, wo und wie sie ihren Fußball verwirklichen wollen. Oder ob es ihnen nur wieder darum geht, irgendwo im Blickfeld zu stehen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, welche Ressourcen man dafür haben muss, um solche Leute dann auch finanziell zu holen. Ob es da Menschen gibt, denen das sehr wichtig ist, ob es Menschen gibt, denen das weniger wichtig ist, ob es sogar vielleicht in dieser Branche Menschen gibt, die sagen, davon habe ich eigentlich eh genug, ich gucke jetzt einfach nur mal drauf, worauf ich Bock habe. Weiß ich nicht. Aber vielleicht gibt es das auch. Mhm. Und vielleicht gibt es auch Leute, die gute Trainer sind und mal sagen, Werder wollte ich schon immer mal trainieren. Wenn ich Trainer wäre, ich würde das sagen. Ja. Wie schaffen wir jetzt da von der Aussage die Überleitung zu den Dummschwätzern? da könnte es so die eine oder andere Überleitung geben, aber vielleicht machen wir es einfach ganz hart und sagen, wir reden jetzt über die Dummschwätzer der Woche und lösen erstmal auf, wer denn in der letzten Woche gewonnen hat. Wir hatten drei Kandidaten zur Auswahl. Ich erinnere nochmal dran, wer es war. Nämlich einmal Lothar Matthäus für seine wunderbare Frage, ob er nun lügen soll oder nicht. Ich weiß nicht, Basti, du hast versucht, da mal eine Antwort zu bekommen. Gab's da was? Ich habe sogar noch, es gab nichts, außer viele Reaktionen von anderen Leuten. Aber es hat sich nicht gerührt. Ich werde aber am Ball bleiben. Werde das alle drei Tage immer mal weiter retweeten, wa? Wa. Genau, der zweite Nominierte war der DFB wegen den Ermittlungen zur Pyro-Aktion gegen Schalke und der drittnominierte Franz Josef Wagner für seinen Liebesbrief an Leipzig. Gewonnen hat mit über 50% Franz Josef Wagner. Grüße! Wie unüberraschend. Es trifft immer den Richtigen, ja, definitiv. Meine Güte, das könnte nicht der einzige Preis sein, den ihr heute Nacht noch bekommt. Spoiler Alert. Gott. Ja. Dann schauen wir doch mal, wen wir auf der nominierten Liste für diese Woche haben. Ich habe einen kleinen Nominierten und zwar muss ich mal wieder die Damen und Herren von Sky hier in die Runde werfen. Das war eine Twitter-Diskussion, die mir da über den Weg gelaufen ist, wo ein Mensch twitterte, warum er so gerne auf The Zone Fußball schaut, weil es da keine nervenden Filme, Talkshows und Serien gibt und Sky der Meinung war von wegen, dass das ja vielleicht genau ein Grund sein könnte, was da fehlt, nämlich Filme, Talkshows und Serien, wo ich sage, Leute, ihr habt es immer noch nicht verstanden, was die Leute da draußen wollen und warum ihr mit dem Kram, wie ihr da gerade hantiert, euch das Leben unnötig schwer macht und euch gerade total in den Boden rammt, ohne es zu verstehen. Das ist mir ein Rätsel nach wie vor. Okay. Ja, es ging in dem mit Twitterer, glaube ich, aber um die Hinweise auf eben jene Dinge. Ja. Die bei Sky tatsächlich, also das ist schon sehr nervig. Ja. Also das kann nicht wahr sein, dass da schon fast während dem Spiel irgendwelche Titelmelodien von irgendwelchen Babylon-Berlin-Serien und dies und das muss eingeschaltet werden. Und dann wird hier noch der Metzel, der eingeblendet, Lothar Matthäus erwähnt, teilweise wird der Ball davon verdeckt und so. Ich frage mich immer noch, wer da sitzt und denkt, das haben wir gut gemacht hier. Den Lothar Matthäus, den lassen wir jetzt einblenden und den die rote Karte bewerten. Ich verstehe es nicht. Dass da muss doch jemand sagen, okay, das hat echt einen Mehrwert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt. Wie diese Redaktionskonferenzen sind, die sagen, hier, wisst ihr was? Ich habe mir echt was Cooles ausgedacht, Leute. Wie wäre es denn, wenn wir alle 20 Minuten den Lothar Matthäus einblenden? Der kann dann seine Expertise zum Spiel sagen. Ja. Sorry, fällt mir nichts ein. Ja, die nächste Steigerung wäre ja quasi nur noch, dass sie Matze Knob verkleidet als Lothar Matthäus einblenden und ihnen die rote Karte bewerten lassen. Aber das traue ich denen auch noch ohne weiteres zu, dass sie auf die Idee noch kommen. Ich will übrigens immer noch wissen, warum der lügen sollte. Das würde ich auch wissen. Weil ich weiß es nicht. Das ist eine der wichtigsten Fragen, denen wir noch nachgehen müssen im Laufe dieser Saison. Ich befürchte aber, wir werden da nur ganz schwierig an eine Antwort kommen, aber wir bleiben dran. Nee, wir bleiben auf jeden Fall dran. Okay, was haben wir noch?
Wen haben wir noch? Mario, du hattest da, glaube ich, was reingeschrieben. Genau, den Weser-Kurier beziehungsweise Main Werder, die es sogar geschafft haben, den SV Werder zu einer Gegendarstellung zu bewegen. Aha, klar, verstehe ich auch, dass kann man nachlesen auf werder.de und auch der Weser-Kurier hat sich inzwischen wieder dazu geäußert, kann man verstehen, dass wahrscheinlich auch ein Verein einfach mal massiv allem widerspricht und sagt... Was ging es da? Es ging um einen Artikel, den der Weser-Kurier in der Rubrik Mein Werder veröffentlicht hat über, ich glaube, die Überschrift war sogar irgendwie sowas, so lief die Nuri-Entlassung, also auch, ja, ich habe es ja geschrieben, auf Bildniveau unterwegs, in der dann, glaube ich, der SV Werder hat insgesamt 8 Punkten widersprochen und diese richtig gestellt auf der Homepage. Wow. Und dann muss ich natürlich sagen, auch als Außenstehender, ich bin kein Investigativjournalist, wenn es solche überhaupt gibt. Und ich bekomme auch die Pressekonferenzen nicht mit und ich trinke auch kein Bier am Trainingsplatz jeden Tag. Deswegen weiß ich jetzt natürlich auch nicht, wer recht hat. Was aber daraufhin sehr lustig war, dass der Weser-Kurier nochmal eine Stellung dazu genommen hat und dann gesagt hat, dass er auf 2 Punkte, also einmal dazu, dass es zwischen dem ersten Interview von Baumann nach Augsburg und dem Spielerpfiff Gespräche mit Bode gab, darauf beharrt der Weser-Kurier und darauf, dass eine Gruppe um Max Kruse schon vor dem Pokalspiel, glaube ich, war es, an Baumann herangetragen hat, dass es mit Nuri nicht so weitergeht. Also auf diesen 2 Punkten hat der Weser-Kurier dann irgendwie gesagt, auf diese beharren wir. Was aber ja auch wiederum, wenn ich dann einmal um die Ecke denke, die Schlussfolgerung zulässt, dass die anderen Sachen dann doch gelogen waren. Ich will ja auch gar kein großes Kollegenbashing betreiben. Ich habe es dann nur reingeschrieben, weil man dann halt eben auch derjenige Kollege, der diesen Artikel geschrieben hat, hat hauptsächlich davor auch für Springer Medien gearbeitet. Deswegen war die Überschrift auch gut gewählt. Mhm. Ich weiß gar nicht, mir fällt es gerade schwer, mich nicht zu weit so aus dem Fenster zu lehnen. Deswegen habe ich auch gerade zu Sky nichts gesagt und zu der... Basti, wir können mal beim Ebbelwoll, kann ich dir mal so eine Redaktionssitzung nachstellen, wenn du möchtest. Ja, war halt irgendwie auch, ich glaube, Werder hat es genannt, getrieben durch den Konkurrenzdruck auch unter den Medien, war das ein weiterer Ausflug der Sportjournalisten, die versuchen, Clickbaiting oder Schlagzeilen zu generieren oder einfach so arbeiten, wie ich das nicht möchte. Also wie ich das nicht selber für mich wollen würde. Alter. Da hast du ja jetzt auch gleich auf darauf hingewiesen, was ich reingeschrieben habe. Und zwar muss ich ehrlich gesagt auch Sport 1 mal nominieren. Ja, das ist natürlich jetzt hier ein ganz großer Punkt. Aber wenn man mal so ein bisschen unterwegs ist und ja jetzt nicht so ganz so viele Medien konsumiert, und Sport 1, die App habe ich irgendwie immer noch drauf. Und dann stelle ich mir aber immer auf die Frage, wer eigentlich die Artikel schreibt, ja, und ob das da nicht irgendwie so ein bisschen so eine Marketingmaschine von Red Bull manchmal dahinter steckt. Denn auffällig oft habe ich extrem positive Red Bull-Artikel, die auch selbst nach Niederlagen immer voll des Lobes sind. Und generell tue ich mich befasst ein bisschen schwer damit, das hier irgendwie als seriöses Medium anzusehen. Wenn da teilweise es gibt dann, ich kann mal gerade draufklicken, dann können wir uns doch mal angucken, was es denn aktuell so für fesche Beiträge gibt. Jetzt bin ich aber leider hier in der Werbeschleife gefangen und muss mir jetzt 3 Minuten flotten Killerkommando anschauen. Super, perfekt. Ich habe ja natürlich die kostenfreie Abo. Ja, hier, Salihamidzic klärt auf, so läuft Bayerns Trainersuche. Na gut, das geht noch. Dann werde ich aber gegrüßt von Hans Meiser, der exklusiv mir 5 Aktien erzählen will, die noch durch die Decke gehen, also alles Werbung. Aber jetzt geht's rund. Wie im Krieg. Hans Meiser macht Aktienempfehlung. Ja, natürlich. Der Hans Meiser gibt Aktienempfehlungen. Ja, ja, das nehme ich mit rüber zu 93. Wie im Krieg. Kellner rettet City-Fans vor Hooligans.
Und dann Rummenigge geschwärmt, unser Liebling, das war Fußball in Reinkultur, na gut, na gut. Und dann natürlich, was man natürlich auch braucht, Halloween, Neymar lehrt die Welt das fürchten, ja, mit irgendwie seinem komischen Kostüm. Das sind ja jetzt nur so mäßig schlimme Dinge, aber ich habe ehrlich gesagt so ein ziemlich oft das Gefühl, dass das Stammtischniveau nicht nur auf der in deren Sendungen, wie heißen diese ganzen komischen Dummfasel-Sendungen, wo sie das Spiel an sich nicht übertragen dürfen, Mobilat, aber dann halt Fan, ja, Sauftalk. Ach so, ja, das genau. Ding, ja, ja. Ja, genau. Also ich weiß nicht, das ist für mich alles ein bisschen fadenscheinig. Ich habe bei Sport 1 habe ich wirklich regelmäßig das Gefühl, dass sehr, sehr auffällig positiv über Red Bull Artikel, über Red Bull geschrieben wird, aber das kann ja nur, kann ich mich natürlich auch täuschen. Dazu, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich habe es eh schon zu viel gemacht für meinen Geschmack, mich über Konkurrenten oder ehemalige Arbeitgeber zu unterhalten. Ich bin ja da. Na, gegen den Ex tritt man nicht nach, bla bla bla. Aber lies dir doch mal ein bisschen was zu Sportbasser durch. Ah, also. Ja. Hab ich auch da schon ist gehört. Übrigens mein neuer, da kommt mein neuer Lieblingsjournalist her, dieser mit dem etwas runden Gesicht, der ständig irgendwie schreibt, man soll den Timo Werner in Ruhe lassen. Grüße. Den werde ich auch bald hier nominieren. Na gut, also. Ja, aber Sportbuzzer, ja, das ist mir schon untergekommen. Aber trotzdem also nochmal ich nominiere, darf ich auch noch einen nominieren eigentlich? Na klar. Natürlich. Ich nominiere meinen persönlichen Sauna- und Trinkfreund Alfred Draxler mal wieder für seinen Artikel gegen die Gladbach-Fans. Der war von einer dermaßen großen Dramatik geprägt, weil da jetzt, da hing, glaube ich, ein Banner, wo drauf stand, und ihr Anhänger eines Fußballmörders. Und er hat so getan, als hätten die da Babys die Füße abgeschnitten und die ausbluten lassen. So von wegen, das ist das Widerwärtigste, was momentan im Fußball gibt. Und der Dietmar Hopp muss von den Vereinen geschützt werden und hat einen flammenden Brief quasi in die Zeitung geschrieben, weil er sich über diese unfassbar dramatischen Dietmar Hopp, du Sohn einer Hurenrufe, aufregt. Ich weiß manchmal auch nicht mehr ganz genau, wie da die Verhältnisse sind, weil er verharmlost auf der einen Seite, was sein Kumpel Franz gemacht hat, aber gleichzeitig tut er so, als wenn eine Horde Babymörder in dem Gladbacher Haushaltsblock gestanden sind. Also nominiere ich ihn mal wieder, ich spreche ihn mal wieder auf Twitter, er ignoriert mich, deswegen grüße ich ihn hier. Das Schlimme an solchen Sachen ist, dass wenn man sich mal aus seiner Blase sowohl auf Twitter als auch im normalen Leben rausbewegt, wie groß der Einfluss solcher Leute auf die Gedanken anderer Menschen sind. Und nicht mal, wenn sie dann, also selbst wenn man mit Menschen spricht, die sich selber noch ihre Gedanken machen können, allein, dass solche Menschen einen dann danach fragen, wie man das sieht, spricht ja dafür, dass da was eingepflanzt wird, was auch... Das ist ja, deswegen macht es ist, und Wahnsinn. Es macht mich auf beim Fußball sehr, sehr wahnsinnig, weil es mich halt selber auch betrifft. Ich möchte an dieser Stelle immer nur irgendwie, mich macht es eigentlich viel, viel wahnsinniger, wie sehr der Arbeitgeber solcher Menschen auf anderen Ebenen außerhalb des Fußballs genau das eben auch schafft. Deswegen finde ich die auch so gefährlich. Das sowieso, ja. Also der gute Herr ist sowieso ein Beispiel dafür, für viele Dinge, die falsch laufen. Und aber wie du es gerade schon richtig gesagt hast, sobald man sich mal ein bisschen raus aus der Filterblase begibt, desto mehr merkt man ja, dass so Meinungen halt einen ganz, ganz großen Einfluss haben und er halt auch nicht zu, ja, einfach nicht zufällig auf diesen Posten halt einfach sitzt, ne? Ja. Was es auch nicht besser macht. Nee, kein Stück. Damit haben wir 4 Nominierte. Da hat, glaube ich, jeder von uns einen, glaube ich nicht nur, damit hat jeder von uns einen in den Ring geworfen, so rum. Damit kommen wir dann zu unserer letzten Kategorie, nämlich den Empfehlungen. Bevor Mario dann hier seinen Werbeblock abfeuern darf, möchte ich die Beiträge zur Subscribe auf YouTube empfehlen. Die Subscribe ist eine Podcaster-Konferenz, die ein- oder zweimal im Jahr, je nachdem wie es passt, stattfindet. Da sind jetzt so weitestgehend alle Beiträge dazu auf YouTube. Ich habe mir eine ganze Reihe davon schon angeschaut. Da seht ihr, der sich mit dem Thema oder mit der Materie so ein bisschen beschäftigt, findet da wirklich einen extrem großen
eine extrem große Liste an Beiträgen, die er sich anschauen kann, sowohl zu Technik, aber auch zu, wie andere Podcasts das handhaben. Und ich muss jetzt hier wieder einen speziell rausheben. Ich fühle mich da mittlerweile schon so ein bisschen schlecht, weil ich die Sachen des Herrn so oft empfehle, aber unser Freund der Max, seines Zeichens auch bekannt als Genetzer, hatte einen Beitrag oder einen Talk gehalten, wo er so ein bisschen die Geschichte hinter dem Rasenfunk erzählt hat und wie so dieses Thema Monetarisierung und wie man vielleicht von dem Thema Podcasting leben kann, wo er einfach sehr transparent mit den Sachen umgeht und ich finde, er das Thema halt auch nochmal so komplett beleuchtet, wo man so einfach sieht, wo da Möglichkeiten sind und wie das so alles ist. Geht eine knappe halbe Stunde, kann man sich ganz gut nebenher anschauen, anhören, wäre so das, womit ich da anfangen würde. Ich finde, Max kann man nicht oft genug erwähnen und loben. Sehr, 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 sehr korrekter Mensch. Ja. Das und stimmt. Macht gute Sachen. Ja, das auch Grüße von mir. Genau. Grüße. Grüße. Wobei man dazu sagen muss, was mir gerade erst eingefallen ist, der Mario und ich sind ja hier wieder vereint. Der Mario und ich haben das Tor des TK Schlanz zusammengeschossen. Ja, doppelter Geilen Doppelpass. Also Leute, das muss ich auch nochmal erwähnen. Grüße an mich selber. Dazu gibt es aber, glaube ich, keine Videoaufzeichnung, oder? Leider nicht, nee. Ah, schade. Auf keiner der Drohnenvideos war das Tor zu finden. Das war überragend. Das muss man dazu sagen. Es war überragend. Ja, es gibt jetzt keine Gegenbeweise quasi, die... Ja, genau. Rein zufällig sind sämtliches Bildmaterial, was einen Gegenbeweis liefern könnte, verschwunden. Gut, was haben wir noch an Empfehlungen? Ach hier, mein Werbeblock. Dein Werbeblock zum Beispiel, genau. Ja, weil ich gerade vorhin auch gehört habe, dass du mich auf meinem Xing-Profil gestalkt hast. Ja, also macht man ja ordnungsgemäß als okay. Journalist. Dann zumindest würde ich dir einen Klick drauf empfehlen. Vielleicht bekommst du von meinem Movember-Bild dann nochmal einen anderen Eindruck von mir, weil mein Xing-Profilbild ist schon arg geschleckt. Schon allein dafür einmal draufklicken. Vielleicht lässt du einen Euro da. Auf den Link, ja, ich habe vorhin auf den Link schon geklickt. Es muss aber auch erklären, was Movember ist für die Menschen, die es nicht wissen. Achso, ich persönlich, mir wurde gerade vorhin eh gesagt, dass ich das falsch gemacht habe, dass man nicht von Anfang an, ich trage sonst mehr oder minder gepflegten 3-Tage-Bart und habe mir den jetzt wegrasiert und habe einen Schnauzer stehen lassen. Mir wurde jetzt gerade eben von einem Freund gesagt, dass man eigentlich zu Beginn des Monats sich komplett rasiert und dann den Schnauzer stehen lässt und im Zuge dessen über eine eingerichtete Plattform Spenden sammelt, die dann verschiedenen Zwecken zugutekommen, die hauptsächlich die Gesundheit der Männer betreffen, sowohl wird für die Forschung gegen Prostatakrebs, Hodenkrebs, aber auch psychische Probleme, die Männer haben, weil sie sonst immer alles in sich reinfressen, habe ich so da gelesen. Das soll ja passieren, gerade bei Fußballfans auch manchmal. Entschuldigung. Ja. Ich weine nicht, ich trinke jetzt. Also, lasst ein paar Euros da, wenn ihr das hört. Und wir leiten das weiter. Oder es wird, glaube ich, eh automatisch weitergeleitet. Ich weiß es gar nicht genau. Ich wurde dazu gezwungen, jetzt habe ich so einen Schnauzer im Gesicht und sehe aus wie die dünne Version von Hugo Almeida. Ja, ist ja nicht so schlecht. Also du könntest ganz gut. Es ist nicht schön. Ich habe heute das Gefühl gehabt, dass nach, es ist ja nicht mal ganz 4 Monate alt, mein kleiner Sohn. Ich habe heute das Gefühl gehabt, nachdem ich das gemacht habe, dass er mich das erste Mal in seinem Leben bewusst ausgelacht hat. Naja, gut. Genau, also es ist jetzt wieder Movember-Zeit und wer das Team unterstützen möchte oder dem Team The Zone beitreten will, der kann dem Link in unseren Shownotes folgen und findet da alles und kann sich das Bild von Mario als dünner Hugo Almeida anschauen. Und wenn ihr lachen müsst, dann spendet aus Mitleid 1 Euro. Mindestens. Schön gesagt, das hast du sehr schön gesagt. Mindestens 1 Euro. Und alles, was ihr nicht da spendet, spendet ihr bei uns. So. Haben wir noch weitere Empfehlungen, die Herren? Also ich bin empfehlungslos. Nee, also ich bin auch empfehlungslos. Genau. Marvin ist noch geflasht von seinem Wrestling-Wochenende. Ja, das war ziemlich nett, ja, auf jeden Fall. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich kann euch ja nicht immer was vorschlagen, wofür ihr dann Monatsgebühr zahlen müsst. Ansonsten würde ich das natürlich tun. Die Vorschläge sollen ja eher auf kostenfreien Dingen basieren. Aber vielleicht habe ich demnächst mal wieder was. Aber nö, jetzt empfehle ich euch einfach... geht zum Fußball, geht zur Eintracht. Ich glaube, das ist eine gute Empfehlung. Ja. Das ist eine definitiv gute Empfehlung. Dann machen wir noch, weil Monatswechsel ist, noch so ein bisschen Housekeeping. Ich möchte mich stellvertretend für das Team bei allen bedanken, die uns
ja, hier auf regelmäßiger Basis unterstützen, wenn wir schon gerade bei dem Thema Spenden und Unterstützung waren. Es ist jetzt, wie gesagt, durch den Monatswechsel sind eure Überweisungen wieder hier aufgeschlagen und die Patreon-Unterstützung treffen dann hier auch bald ein. Das hilft uns hier, dieses kleine Freunde-Radio so ein bisschen am Leben zu halten. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die das regelmäßig oder auch unregelmäßig tun. Wenn ihr da noch mehr dazu wissen wollt, dann schaut ihr mal unter eintracht-podcast.de/support nach. Da findet ihr alle Infos. Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen zu dem Thema Abschaffung U-Mannschaft und wie das jetzt so mit der Jugend ist und auf dem Weg in die Profimannschaft. Die werden wir jetzt vertagen, weil es jetzt hier thematisch nicht so ganz reinpasst. Aber wie wir ja schon das ein oder andere Mal heute festgestellt haben, kommt da eine Länderspielpause und da kann man das Thema ganz gut, denke ich, aufgreifen. Muss aber auch gleich dazu sagen, in der kommenden Woche wird es länderspielpausenbedingt und arbeitspausenbedingt keine Folge geben. Das heißt, wir hören uns auf jeden Fall in der Woche vor dem Hoffenheim-Spiel wieder. Und, also können wir das Thema doch nicht, das hat jetzt nicht genau zusammengepasst. Was? Ja, wir können das Thema ja dann doch nicht aufgreifen, wenn wir keine Sendung machen. Ja, doch, wir machen ja eine Sendung. Sie brauchen halt einfach eine Woche länger. Ja? Und bis dahin kann man sich mit dem Thema dann auch nochmal vollumfassend beschäftigen und dann können wir auch vernünftige Antworten geben. Weil das ist eine etwas längere Frage und das würde jetzt hier einfach so ein bisschen auch den zeitlichen Rahmen springen. Okidoki. Okidoki, Grüße. Grüße. Genau. Von daher guckt mal auf unsere Social Media, Twitter, Facebook und was euch da sonst noch so auffällt. Da kündigen wir den Termin für die nächste Folge auf jeden Fall frühzeitig an, nicht wahr? Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier quasi auf dem Weg nach draußen. Mario, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst und mit uns über Bremen gesprochen hast. Eventuell hören wir dich in der nächsten Folge 30 Minuten lang, wenn dein Tipp aufgeht. Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin inzwischen leicht angetrunken, aber ich glaube, da war ich zumindest teilweise bei euch in guter Gesellschaft. Ja, mit angetrunken Podcasten. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist. Nein. Ich fasse es als solches auf und dann ist gut. Ich dachte, Basti sei inzwischen auch betrunken. Okay, ertappt, wir müssen das Ding jetzt hier schnell beenden. Macht gut noch. Gut, dann machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Viel Spaß am Freitag im Stadion. Und wir melden uns irgendwann in der Länderspielpause wieder in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut.